Damit sage ich erstmal Aloha, Freunde. Ja, wir sind gerade, oder beziehungsweise ich bin ja momentan allein, heute mal bei DayZ Standalone unterwegs. Heute kam ja der Patch und da müssen wir mal gucken, was es Neues gibt. Ja, ist ja nun mal so, damit es eben halt noch relativ früh rauskam. Einige Updates wurden gemacht, also eben halt eigentlich mehr so Bugfixes etc. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Kann ich noch nicht mal sagen. Aber das müssen wir eben halt mal schauen. Ich bin hier gerade irgendwo im Nirgendwo. Also ganz genau, bis ich das selber nicht gequest, da sind Gleise. Gleise führen normalerweise in der Stadt. Oder zu einer Stadt. Naja, und deswegen dachte ich mir, rennst du da mal lang. Die Mapgröße ist ja nicht gerade unerheblich. Ah, da kommt gleich wieder irgendeine Meldung. Ja, man hat eben halt bei dem Patch hat man Server-Updates zum Beispiel gemacht, also wie zum Beispiel eben halt damit der Server nicht abstürzt, aber auch gleichzeitig eben halt den Nahkampf soll man verbessert haben. Ich kann das momentan noch nicht sagen, weil ich bin noch komplett nackig und der hat hier echt Durst. Und auch einige Heil-Items soll man verbessert haben. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Deswegen zocke ich ja, damit ich's rausfinden kann. Ja, an sich ist das Spiel ein riesiger Latsche. Also, da ist das so, mit einer halben Stunde ist das nicht getan. Und das ist echt. Ich werde mal auf diesem Berg latschen und mir eben halt erstmal eine Übersicht holen. Zu gucken eben da, wo ich bin, beziehungsweise wo man hier wenigstens eine Station, eine Stadt, irgendwas findet. Weil ich laufe schon schließlich eine ganze Weile und irgendwann mal. Ja. Die Zombie-Rate an sich ist ja eigentlich lächerlich. Das einzige Problem ist, wenn man keine Waffe hat, dann, ja. Ist halt mit den Kämpfen so eine Sache hier. Man kann zwar kaputt boxen, dauert eine Weile, aber meistens verreckt man dran. Soundschema sollte ein bisschen verbessert sein, ja. Ja, geh, lass dir Zeit. Wir haben es ja nicht eilig oder so.
furchtbar. Pass auf, jetzt latsche ich auf den Berg und merke eben halt, da bist du umsonst hochgelatscht, weil du siehst nix. Könnte glatt jede Wette einnehmen, aber naja. Das macht man ja alles. Weil der Sound ist ja echt die Härte. Naja. Und wir sehen... Fuck, ich hasse es, wenn ich rechts habe. Aber ich habe eine Hütte gesehen. Ah, da rechts am Bildschirm. Wo war da eine Hütte? Da unten? Nee, ist eine Straße. Geh nochmal hier rechts lang. Das Schlimme ist, am Anfang hast du ja nichts, also wenn du wenigstens eine Karte und einen Kompass hast, dann hast du ja wenigstens eine Orientierung. Jetzt momentan ohne irgendwas ist es relativ schwierig. Also gerade so auch für Anfänger, finde ich, da sollte man doch ein bisschen irgendwie was machen, damit man da ein bisschen anfängerfreundlicher ist. Aha, yay! Eine kleine Ortschaft. Ist doch schon mal was. Und nein, ich wusste es nicht vorher. Damit hier Heidi seine Hütte steht. Natürlich die Frage, finde ich hier jetzt auch was, also da ist schon mal ein Zombie, das ist schon mal Käse.
Sehr schöner Bug. Ja, bloß ohne Schlagwerkzeug brauche ich da nicht rangehen. Macht schon mal. Macht schon mal null Sinn. Muss der Bürgermeister oder sowas sein. Sehr schön. Eine Hütte, wo nichts drin ist. Alter. Das gibt's doch nicht. Das einzige Nest. Und ich finde, da ist ein verkackter Zombie. Und der muss natürlich mir wieder mal an die Gurgel wollen. Uah. Ja, ja. Jetzt verblute ich jede Wette. Schafft er vielleicht zu killen, aber... Ach so, ja. Ah, ein zweiter noch. Na dann. Na dann los, killt mich.